Der russische Präsident Wladimir Putin spricht Deutschland ab, ein unabhängiger Staat zu sein. An der deutschen Reaktion auf die Nord Stream-Explosionen könne man beispielsweise sehen, dass das Land immer noch von den USA besetzt sei, sagte der Kreml-Chef in einem Interview mit dem staatlichen TV-Sender Rossiya 1. Die Sowjetunion habe irgendwann ihre Truppen abgezogen. Aber das war bekanntlich nicht der Fall bei den Amerikanern. Sie besetzen Deutschland weiterhin, zitierten russische Nachrichtenagenturen Putin. Auch andere europäische Staatschefs seien dazu gedrängt worden, ihren Sinn für Souveränität und Unabhängigkeit zu verlieren. Zuvor hatte Putin verlautbart, dass er Berichte über eine Beteiligung ukrainischer Aktivisten an der Explosion an den Ostsee-Pipelines für totalen Unsinn halte. Eine derartige Aktion erfordere die Unterstützung eines Staates. 3 von 4 Strängen der beiden Nord Stream-Erdgasleitungen am Grund der Ostsee wurden im vergangenen September durch Explosionen beschädigt.